Danke, Ellen Eni. In der Tat, schlimmer hätte es für die SPD und ihren Hoffnungsträger nicht kommen können. Der Mann, auf dem jetzt alle Verantwortung ruht, hat heute seinen Parteimitgliedern einen Durchhaltebrief geschrieben und hat gesagt, er hätte in seinem Leben schon geschafft, aus schwierigeren Situationen wieder aufzustehen. Wie? Das erklärt Martin Schulz jetzt Reinhard Becker und mir in einem Farbebekennen. Herzlich willkommen, Martin Schulz. Vielen Dank. Herzlich willkommen auch von mir, Herr Schulz. Herr Schulz, 3 Niederlagen in Serie. Keine weitere Landtagswahl in Sicht, um dieses Verlierer-Image zu verändern. Als ehemaliger Fußballer, SV Renania Würselen war es, glaube ich, müssen Sie ja wissen, 0:3, das ist eigentlich kaum aufzuholen. Bei den Fußballern sagt man, da hilft nur ein Wunder. Glauben Sie an Wunder? Da steht nicht 0:3. Die Bundestagswahlkampagne beginnt heute und da ist das Spiel gerade angepfiffen worden. Sie haben einen schönen Satz gerade gesagt. Keine Chance, Niederlagen bei den Landtagswahlen wettzumachen, weil es keine mehr gibt. Richtig, es gibt jetzt die Bundestagswahl und die will ich auch gewinnen. Dann jenseits aller Wunder, was haben Sie persönlich denn zu dieser, wie Sie selber sagen, krachenden Niederlage beigetragen? Frau Kraft hat die Verantwortung übernommen, aber Sie haben ja vielleicht auch was falsch gemacht. Ja, natürlich, man ist in einer Partei gemeinsam Sieger und man verliert die Wahlen auch gemeinsam. Insofern trage ich als Vorsitzender der SPD natürlich meinen Anteil daran. Wir haben aber in Nordrhein-Westfalen über die Landespolitik abgestimmt und da haben wir eine Niederlage eingefahren. Es ist aber völlig klar, wenn man im größten Bundesland, das ist ja unser größter Landesverband, eine Niederlage bekommt, dann schmerzt das und ist auch schwierig. Und was war Ihr Beitrag dann an dieser Niederlage? Na, wir hatten uns darauf verständigt, dass die Bundespolitik nicht in diese Landtagswahl reingebracht werden sollte. Frau Kraft hat ausdrücklich gesagt, wir wollen hier eine Abstimmung über die Landesthemen. Das ist auch so dann erfolgt. Und möglicherweise hätte ich mich stärker da einbringen müssen, auch mit bundespolitischen Themen. Aber gut, das werden wir jetzt korrigieren und mit Blick auf die Bundestagswahl unser Profil schärfen. Aber dennoch, Herr Schulz, jetzt heißt es, so war es jedenfalls zu lesen, Angela Merkel oder ich. Jetzt wollen Sie polarisieren. War es nicht auch fahrlässig, die Strahlkraft der Kanzlerin in den letzten Wochen und Monaten zu unterschätzen und zu sehr auf die eigene Zugkraft zu setzen? Es geht ja darum, dass wir Konzepte vorstellen. Menschen wählen in diesem Lande Parteien und ihre Konzepte. Und im besten Fall wird die Bundestagswahlkampagne ein Wettbewerb der Personen und ihrer Konzepte miteinander. Dann kann das eine Sternstunde der Demokratie werden, wenn wir diskutieren, wer schlägt was vor. Und dazu gehört das, was wir heute gemacht haben. Wir haben heute unseren Programmentwurf eingebracht, um daran zu arbeiten, mit welchem Zukunftskonzept wir die Bundesrepublik Deutschland in die Zukunft führen wollen. Ja, dann gehen wir doch darauf direkt mal zurück. Sie hatten heute Vorstandssitzung, stundenlang. Wie sieht denn die strategische Neuausrichtung der SPD aus? Oder war das mehr eine therapeutische Sitzung, mit der Sie geknickte Genossen wieder aufrichten mussten? Ja gut, ich meine, es ist schwierig, wenn man eine Wahlniederlage wegstecken muss. Aber die Partei hat das heute in großer Geschlossenheit getan. Therapeutische Sitzungen brauchen wir nicht. Wir müssen reden über Gerechtigkeit, über Zukunft und über Europa. Das sind die 3 Dinge, mit denen wir werben werden im Wahlkampf. Wir brauchen eine bessere Verteilung des Reichtums in unserem Land. Wir sind ein reiches Land, aber es müssen alle davon profitieren. Wir müssen dafür sorgen, dass die Arbeitsplätze, die heute noch sicher sind, auch in der Zukunft noch sicher sind. Dazu gehört, dass wir investieren in Forschung, in Entwicklung, in Qualifizierung, in Ausbildung. Übrigens auch in die staatliche Infrastruktur, in Schulen. Die Gebührenfreiheit für die Kitas und die Schulen so ausstatten, dass die Eltern nicht die Krise kriegen, wenn ihre Kinder aus der Kita in die Schule kommen. Wir brauchen in Europa einen Neustart mit Emmanuel Macron, das ist ein Freund von mir. Können wir das gut erreichen? Also, wir haben heute versucht, in diesen Bereichen unser Profil zu schärfen. Herr Schulz, wie sieht es denn eigentlich um die Seelenlage Ihrer Partei aus? Es ist ja noch nicht mal 2 Monate her, dass Sie mit 100% zum SPD-Vorsitzenden gewählt wurden. Steht die Partei noch 100% hinter Ihnen? Ihre Vorgänger, mancher hat jedenfalls gesagt, das ist die schwierigste Partei, der man vorstellen kann. Dem will ich nicht zwingend widersprechen. Die SPD ist sicher eine sehr diskussionsfreudige Partei, aber der Kampfeswille unserer Partei, der ist heute mit Händen greifbar gewesen. Und die große Geschlossenheit, die uns auch in den letzten Monaten ausgezeichnet hat, die haben wir auch heute an den Tag gelegt. Das war eine sehr, sehr intensive Aussprache, übrigens auch eine in voller Solidarität mit Hannelore Kraft, die, wie ich finde, in einer ganz noblen Art und Weise das, was in Nordrhein-Westfalen passiert ist, auf sich gezogen hat. Und ich finde auch unsere Partei damit einen großen Dienst erwiesen.
Herr Schulz, Sie haben es ja gerade schon angedeutet, die Themen, bei denen Sie ja jetzt konkret werden wollen, aber auch konkret werden müssen. Ihre Kontrahentin, die Bundeskanzlerin, hat heute auch vorgelegt. Die zentralen Wahlkampfthemen der Union stehen auch fest. Innere und äußere Sicherheit, Generationsgerechtigkeit, solide Haushaltsführung und Europa. Wo wollen Sie denn da angreifen? Wo wollen Sie Ihre Punkte machen? Aber bei der inneren und äußeren Sicherheit werden wir sicher über die öffentliche Sicherheit insgesamt reden müssen. Ich denke, wir müssen mal darüber reden, wenn rechtsextremistischer Oberleutnant der Bundeswehr sich als Asylbewerber beim Bundesamt für Migration einschleichen darf, dass da in der öffentlichen Verwaltung unter Führung von CDU-Ministern sicher nicht alles stimmt. Und dass wir uns einer Aufrüstungslogik unterwerfen sollen, die 20 bis 30 Milliarden Euro in die Rüstung mehr pro Jahr im Bundeshaushalt vorsieht, darüber werden wir uns sicher unterhalten müssen. Ich bin ganz sicher nicht dafür, dass wir das tun, sondern wie gesagt, dass wir unser Geld investieren in die staatliche Infrastruktur, in die Kindergärten, in die Pflege. Das ist der bessere Weg. Aber glauben Sie wirklich, entschuldigen Sie, Reinhard Becker, aber glauben Sie wirklich, dass Sie bei innerer Sicherheit angreifen können? Ich sage jetzt mal, die Domplatte lag in Köln und da sieht eben gerade mit Blick auf Sonntag die SPD bis jetzt nicht so gut aus. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Menschen in unserem Land wollen, dass die Politikerinnen und Politiker aller Parteien sich um ihre Sicherheit kümmern. Und ich gehöre zu denjenigen, die sagen, das sage ich übrigens meiner Partei, nehmt das Sicherheitsbedürfnis von Bürgerinnen und Bürgern ernst. Dabei geht es aber nicht darum, dass Parteien auf dem Rücken der Wählerinnen und Wähler sich jetzt Schuld zuschieben. Ich finde, wir müssen für die Sicherheit mit mehr Polizei, mit mehr Verfassungsschutz, da wo die Verfassungsfeinde unterwegs sind, einer klaren Verteidigung der Demokratie gegen die Feinde der Demokratie, für die Sicherheit sorgen. Herr Schulz, aber auch Steuerpolitik hat ganz viel mit Gerechtigkeit zu tun. Und da wollen die Leute Konkretes hören. Und Sie verweisen immer auf eine Kommission, die da tagt. Wann werden Sie denn konkret? Wann sagen Sie denn zum Beispiel was zur Entlastung unterer und mittlerer Einkommen? Die mittleren werden teilweise schon vom Spitzensteuersatz betroffen. Wann kommt da was Konkretes? Wir entlasten ganz konkret die mittleren und unteren Einkommen. Wenn wir zum Beispiel die Gebührenfreiheit schaffen, wenn Sie nicht Kita-Gebühren zahlen müssen, wenn sie im unteren Einkommensbereich sind. Wenn zum Beispiel Arbeitgeber und Arbeitnehmer endlich wieder 50-50 bei der Krankenversicherung bezahlen, das ist eine ganz konkrete Entlastung für die unteren Einkommen. Wenn wir in den Schulen investieren, wenn die Menschen nicht länger im Stau stehen, wenn die Bahn pünktlich kommt, wenn wir in den ländlichen Räumen in die digitale Entwicklung investieren, dann ist das unmittelbare Leistung für die Bürgerinnen und Bürger. Wir haben Milliarden Überschüsse in Deutschland, die will ich dort investieren. Und wenn dann etwas übrig bleibt, dann finde ich, können wir auch noch die Frage zusätzlich bei der Steuer entlasten. Aber wir werden sehr konkret entlasten. Und die Frage nach der Vermögensteuer, die wird auch kommen. Natürlich. Die werden wir diskutieren müssen. Wenn Milliarden Vermögen in Deutschland übertragen werden, dann werden wir das sicher besteuern müssen. Wenn ein Haus übertragen wird in der Familie, wird das anders zu behandeln sein, als wenn ein Milliardär sein Milliardenvermögen an das Kind oder den Enkel überträgt. Da können Sie sicher sein, wenn wir konkrete Vorschläge unterbreiten. Und das, was Herr Weil morgen vorstellt, ist rückgekoppelt mit der Bundes-SPD. Oder da gibt es ja eine gewisse Konfusion, was jetzt genau wer da vorstellt an Steuerkonzepten. Ja, bei mir gibt es nicht die Konfusion. Also ich habe mit Stefan Weil darüber gesprochen, er hat mich schon vor Wochen darüber informiert, dass die niedersächsische Landesregierung mit dem IFO-Institut ein gemeinsames Konzept mal als Denkmodell entwickelt hat. Das werden Sie ja sicher in unsere Debatten mit einbeziehen. Herr Schulz, war es nicht insgesamt ein erheblicher strategischer Fehler, die Kanzler außerhalb der Regierung angreifen zu wollen? Das stellt sich doch nach außen so dar. Die Kanzlerin empfängt heute Herrn Macron, trifft sich mit Trump und Putin und sie spielt also Champions League und sie tingeln über die Dörfer. Mit Emmanuel Macron habe ich in der vergangenen Woche gesprochen. Ich habe das ja eben schon gesagt, das ist ein Freund von mir, mit dem ich sehr eng zusammengearbeitet habe in der Vergangenheit. Dass der heute als neu gewählter Präsident die Bundeskanzlerin trifft, finde ich es pflichtgemäßes Programm des französischen Staatspräsidenten. Aber Sie sind nicht auf dem Bildtermin. Den Bildtermin hat Frau Merkel und wir sind im Wahlkampf. Der ist jetzt eröffnet, sagen Sie ja selber. Ja, ist interessant. Wenn Frau Merkel den Pflichttermin mit Herrn Macron als Wahlkampf betrachtet, ist das ihre Sache. Ich betrachte das als Handeln der Regierung. Und damit bin ich bei der Antwort auf Ihre Frage. Es wäre doch unehrlich, wenn ich genau das tun würde, in diese Regierung eintreten und vormittags mit Angela Merkel Regierungsgeschäft betreiben und nachmittags der Bevölkerung zu sagen, ich will aber eigentlich gar nicht mit der regieren. Ich möchte Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland werden und ich will das in der Souveränität und Unabhängigkeit tun, in der ich heute bin. Aber Herr Schulz, nochmal nachgefragt.
Wie wollen Sie wirklich gegen eine Kanzlerin, die eben diese Bühne hat, bestehen, von der zwei Drittel der Bundesbürger sagen, sie führt uns gut durch eine unruhige Welt? Ist das nicht von vornherein eine Belastung? Nein, auf keinen Fall. Ich glaube, dass das, was Sie in allen Umfragen sehen werden, ist, wo ich am stärksten führe, auch vor der Vorsitzenden der CDU, ist bei der Frage, wer ist näher an den Problemen der Menschen? Da habe ich immer einen Vorsprung. Ich bin auch näher an den Problemen der Menschen. Dass Frau Merkel, die Vorsitzende der CDU, in ihrer Eigenschaft als Bundeskanzlerin die Bundesrepublik vertreten muss in internationalen Fragen, ist logisch. Das tut sie übrigens mit guter Unterstützung des Außenministers Sigmar Gabriel. Aber dass ich mich um die Alltagsprobleme der Bürgerinnen und Bürger, die übrigens in Deutschland und nicht in einer anderen Landeshauptstadt entschieden werden, kümmere, da glaube ich, bin ich gut beraten, das zu tun. Ja, aber dann kommen wir noch mal zu den Themen. Ihr zentrales Thema, was Sie jetzt ergänzen, aber Ihr zentrales Thema ist Gerechtigkeit. Das zündet aber nicht so richtig. Wenn man jetzt die Umfragen anguckt, dann haben die Menschen eher das Gefühl, es gibt eine Sicherheitslücke als eine Gerechtigkeitslücke. Stimmt Ihre Versuchsanordnung? Nee, das ist, glaube ich, auch falsch in Sicherheit und Gerechtigkeit gegeneinander auszuspielen. Sicherheit ist auch eine Gerechtigkeitsfrage und Gerechtigkeit eine Sicherheitsfrage. Die Frage, ob die Arbeitsplätze der Menschen morgen noch sicher sind, ist eine Gerechtigkeitsfrage. Wenn wir also investieren in Forschung und Entwicklung, damit die Bundesrepublik Deutschland ihren technischen Vorsprung, den sie heute noch vor anderen Ländern hat, bewahrt, dann ist das soziale Sicherheit und diese soziale Sicherheit ist Gerechtigkeit. Diese Dinge hängen zusammen. Ich weiß, dass die Wettbewerber das gerne gegeneinander ausspielen, aber Sicherheit und Gerechtigkeit sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Nur viele verstehen eben noch nicht und selbst jeder zweite SPD-Wähler sagt das, was sie genau mit Gerechtigkeit meinen. Jetzt haben sie heute gesagt, Gerechtigkeit in Zukunft. Das klingt gut, aber so richtig versteht man nicht, was das heißt, auch jetzt. Nochmal, wir haben konkrete Vorschläge unterbreitet, was die Gerechtigkeit angeht, im Bereich der Qualifizierung, im Bereich der Familienarbeitszeit, im Bereich der Kitas, im Bereich der Freiheit von Gebühren, im Bereich der Investitionen in Forschung, in Entwicklung, in Qualifizierung, gerechte Löhne, dass wir zum Beispiel bei der Steuerpolitik hingehen und die Steuerflucht bekämpfen. Nehmen wir mal ein Beispiel in Nordrhein-Westfalen, wo der Finanzminister sich vom Bundesfinanzminister kritisieren lassen musste, dass er Steuer-CDs aufgekauft hat, die Milliarden hinterzogene Steuern in die Kassen des Landes Nordrhein-Westfalen und andere Bundesländer gebracht haben. Das ist Gerechtigkeit und ganz konkret übrigens auch Sicherheit, weil das die Voraussetzungen finanziell sind, um in Deutschland zu investieren. Herr Schulz, Sie wollen Kanzler werden, das werden Sie von uns, haben Sie ja schon häufiger gehört und Sie sagen es ja auch. Aber wie? Sie haben vor genau einer Woche eine Rede vor Wirtschaftsvertretern gehalten, haben quasi der Linken eine Absage erteilt. Haben Sie damit nicht schon eine Ihrer wichtigsten Machtoptionen einfach aus der Hand gegeben? Zunächst mal ist es ja so, dass die SPD den Anspruch erhebt und unser Gespräch zeigt ja, das ist noch ein langer, steiniger Weg, die stärkste Partei in Deutschland zu werden. Da glauben Sie noch dran? Immer. Wenn ich daran nicht glauben würde, säßen Sie, und wenn Sie nicht dran glauben würden, säßen Sie auch nicht mit mir zusammen hier. Die Bundestagswahl ist offen und wir haben immer noch die Chance, zur CDU wieder aufzuschließen. Es gibt aber eine ganz klare Aussage, die will ich gerne wiederholen. Wer die multilateralen Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland auf der Ebene der Vereinten Nationen, auf der Ebene der NATO, beim Euro, bei der Vertiefung der Eurozone und dem Binnenmarkt der Europäischen Union in Frage stellt, der kann reden mit wem er will, aber sicher nicht mit mir. Aber Herr Schulz, noch mal nachgefragt, Sie werden ja nicht davon ausgehen, dass Sie eine absolute Mehrheit bekommen. Sie brauchen also Partner. Gibt ja auch einige in der SPD, die eigentlich auch sich in der GroKo ganz wohlfühlen. Und dann könnte ja zum Beispiel auch Sigmar Gabriel Außenminister bleiben. Der ist ja inzwischen sehr beliebt. Eine große Koalition unter unserer Führung, habe ich nichts gegen. Da müssen wir mal gucken, wer dann Außenminister wird. Fakt ist jedenfalls, dass wir zunächst einmal den Anspruch erheben müssen, so stark wie möglich zu werden. Aber seien wir dabei ehrlich, das machen andere Parteien auch. Und wie die Entwicklung in Deutschland ist, welche Farbenspiele möglich sind, das wird der Wähler am Ende entscheiden. In Österreich ist gerade die Schwesterpartei der CDU dabei, mit einer Partei von Marine Le Pen eine Koalition anzustreben. Auch ein interessanter Prozess, werden wir mal sehen, wie sich die deutschen Christdemokraten dazu verhalten. Herr Schulz, zum Schluss, es war ja in diesem Gespräch um klare Positionen gegangen. Auch hier eine Bitte um eine klare Position, nachdem die Türkei nun wieder einigen Bundestagsabgeordneten nicht erlaubt, die Soldaten in Incirlik zu besuchen.
Müssen wir unsere Truppen jetzt abziehen? Wie lange sollten wir für den zukünftigen Bundeskanzler Schulz diese Sache noch weiter passiv verfolgen? Sie wissen ja, dass ich in dieser Frage eine ziemlich klare Position habe. Was mich am meisten schockiert hat, ist der Grund, die Begründung, warum unsere Abgeordneten, die Bundeswehr, seine Parlamentsarmee nicht zu den Soldaten kommt. Die Begründung aus dem Ministerpräsidentenamt in Ankara war, solange Leute in Deutschland Asyl bekommen, die hier geflohen sind, kommen keine deutschen Abgeordneten nach Incirlik. Die Bundesrepublik Deutschland ist nicht erpressbar. Und deshalb mit einem Bundeskanzler Martin Schulz gäbe es schon das, was Verteidigungsminister Frau von der Leyen schon längst hätte tun müssen, einen alternativen Standort suchen müssen. Herr Schulz, danke für das Gespräch. Der Marathonlauf zur Bundestagswahl, wie Sie das nennen, wird jetzt wohl richtig hart. Das war Farbe bekennen mit dem SPD-Chef und Kanzlerkandidaten Martin Schulz. Danke für Ihr Interesse. Mehr zu den Reaktionen der Parteien zur NRW-Wahl erfahren Sie später noch bei Hart aber fair und bei den Tagesthemen. Tina Hassel und ich sagen Tschüss aus Berlin. Vielen Dank.